Moin Moin, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Cube World. So, das hier ist jetzt Part 3. Und ja, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen weitergespielt mit unserem Charakter. Nicht auf dieser Welt, auf einer anderen. Da habe ich schon extra geguckt, aber ich wollte jetzt nicht extra einen komplett neuen Charakter aufmachen. Und ja, was hat sich verändert? Dazu werfen wir einen Blick ins Inventar. Und wir haben hier ein bisschen neues Equipment, was wir allerdings alles nicht brauchen. Wir haben einen neuen Bogen, den haben wir auch schon ein bisschen verbessert, so dass er stärker ist. Dann haben wir hier einen neuen Ring bekommen, damit unser Tempo und unsere kritische Treffer erhöht werden. Wir haben uns neue Rüstung gecraftet, sowohl für Schultern, Hände, Oberkörper und Füße. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Neckding. Also für den Nacken, ich denke mal, das wird irgend so eine Art Helm sein. Sondern Haustiere, keine Ahnung, wie man die bekommt. Specials, keine Ahnung. So. Was hat sich noch getan? Ja, ich habe unsere Gesundheitstränke verbraucht, habe dafür aber diese Pumpkin Muffins ohne Ende. Habe hier auch noch, also Kürbisse und Ananasse. Zu genug. Zu Genüge. So dass wir dann einen Moment mal eben uns jederzeit an so einem Lagerfeuer etwas zu essen für unsere Gesundheit zubereiten können. So, ich habe herausgefunden, dass diese Schwerter unsere Queste symbolisieren. Ja, hätte ich mir auch eigentlich denken können, ich weiß aber, hey, okay, was soll's. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wollen wir jetzt da mal hingehen. Ach so, ja, natürlich, ich bin ein Level aufgestiegen. Ich sehe es gerade hier. Wir haben dabei einen neuen Skill gelernt. Und zwar diesen Tritt. Daher tun wir alle Gegner, die in Nahkampfreichweite sind, ja, Schaden zufügen und wenn wir Glück haben, zu Boden werfen. Ich habe ein bisschen mehr verstanden, wie man nun kämpft insgesamt. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt relativ flüssig laufen wird. Und dann lass uns mal gucken, was wir da hinten für eine Quest bekommen haben. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Und ja, YouTube, ich weiß, ihr wisst es alle wieder besser, weil ich, keine Ahnung, ich bin total von gestern und so. Aber das ist mir ziemlich egal. Nein. Natürlich weiß ich, dass ihr das besser wisst und will euch da ja auch gar nichts vorwerfen und so. Das ist einfach. Und, ey, es soll sogar Leute geben, die wissen noch weniger von diesem Spiel als ich. Es gibt sogar Leute, die kennen dieses Spiel noch gar nicht. Und von daher. Also, ich gönne es euch auf jeden Fall, dass ihr da besser Bescheid wisst als ich. Defeat the Ruler in the Catacombs of Warmort. Okay, das machen wir doch mal, wenn wir hier unsere Gegner loswerden. Lands of Ikola. Ich glaube, wir sind schon dran vorbei, hier wo wir hin müssen. So. Warum ich vor diesem Gegner weglaufe? Ich habe nicht mitbekommen, dass es bei den Gegnern verschiedene Einstufungen gibt. Wenn sie einen roten Namen haben, sollte man tu nichts wegrennen. So, diese haben jetzt einen blauen Namen und sind damit auf unserem Level oder leicht unter unserem Level, meine ich. Also eine eigentlich machbare Aufgabe, aber ich habe schon festgestellt, auch als ich dann alleine gespielt habe, also ohne euch, dass ich gegen Magier noch die richtige Taktik rausfinden muss, weil, weiß ich nicht, bin ich wahrscheinlich zu blöd für. Und ja, ich spiele heute mal wieder. Okay, man sieht es auch am Bogen. Es ist A, ein neuer Bogen und B, dieser braune Streifen neben unserer Bogensehne, den ihr da jetzt sehen könnt. Das ist das Update, was ich an dem Bogen vorgenommen habe. Da jetzt könnten wir den zum Beispiel angreifen, wenn wir auch mal treffen würden. Weil der ist leicht über unserem Level.
Das traue ich mir noch zu. So, 3 EP. Also viel brauchen wir auch gar nicht mehr. Dann kommen wir auf Level 3. Frage ist jetzt gerade, was war das? ja. So, versuchen wir unser Glück. Ich weiß eigentlich schon jetzt, dass ich sterben werde, aber... nein, das ist der Magier. Ich... Ja, wir haben immerhin einen Gegner getötet. 7 EP noch. 7 noch. Oh Gott, mit so vielen auf einmal will ich mich nicht anlegen. Also, ja. was gibt es sonst so Schönes zu erzählen? Ich hatte heute wieder Unterricht und das auch noch in meinem absoluten Lieblingsfach. Es wird Spanisch genannt. Ich weiß nicht warum, aber ich bin in Spanisch so inkompetent, das glaubt man nicht. Ich kann Englisch super sprechen. Alles kein Thema. Nur Spanisch, das ist mir nicht vergönnt, Spanisch zu können. Und ja, das führt dann immer zu allgemeiner Unlust. Ja, ich bin schon wieder gestorben. Und unsere Lehrerin ist auch nicht so die ganz geilste. Okay, nee, da mischen wir uns nicht ein, weil das Eichhörnchen massiv stärker ist als wir. Ja, sie ist unter Schülern generell nicht ganz so gern beliebt. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass sie total schnell ausrastet. Ich habe ihr versucht zu erklären, warum ich einen Tag keine Hausaufgaben hatte. Das lag nämlich daran, dass ich... Wir hatten die Hausaufgaben wieder 2 Tage aus. Ich habe bis nachmittags Unterricht. So, wenn ich dann nach Hause komme, hatte ich den einen Tag Training. Da bin ich dann abends total kaputt nach Hause gekommen. Und den anderen Tag musste ich arbeiten. Bin dann auch eigentlich tot ins Bett gefallen. So, für meine Lehrerin. Also, laut meiner Lehrerin ist weder Arbeit noch Sport eine Ausrede, keine Hausaufgaben zu haben. Auch dann nicht, wenn man wie ich Sport im Abitur als Leistungskurs hat. Und das finde ich doch schon sehr bemerkenswert, dass sowas dann einfach nicht anerkannt wird. Aber okay, ich muss damit leben. Ist ja jetzt das letzte Jahr und dann. Ich bin sie ja Gott sei Dank los. Genauso geil die Schote heute. Wir kommen in den Klassenraum. Und sie sagt uns erst, ja, okay, ich muss nachher weg und so. Und ja, zum Morgen gebe ich euch keine Hausaufgaben auf. Was ist? Sie gibt uns natürlich Hausaufgaben auf. Wie es eigentlich schon zu erwarten war. Von einem Tag auf den anderen. Und zwar nicht zu wenig. Okay, für Leute, die Spanisch können, ist das wahrscheinlich nur irgendwie eine halbe Stunde oder so, aber... wie gesagt, nur für Leute, die Spanisch können. Okay, der zieht uns irgendwie ziemlich viel ab, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Boah, kann das tatsächlich sein, dass wir ihn besiegen? Ey, der andere wird uns das Ganze doch jetzt nicht versauen, oder? Na komm! Sehr schön. Haben wir jetzt für den ernsthaft nur ein EP bekommen? Ja, also. Ja, jedenfalls ist das eigentlich der Grund, warum ich in letzter Zeit nicht so die Lust habe aufzunehmen. Defeat the Ruler. Ach, das war noch gar nicht unser Oberboss. Okay. Wollen wir hier erstmal ein bisschen skillen? Was? You jump back to seek shelter. Warum können wir das noch nicht ausbilden? Ist. Ja, egal. Ja, also das Ausdauer bekommen wird stärker, das Climbing wird effektiver. Ja. Ich würde sagen, wir tun hier einfach das mal skillen weiter, weil das der einzige Kampfskill ist, den ich so hier wirklich entdeckt habe. Ja, hier das ermöglicht.
Bootbenutzung, hier Hanggliders, also wie heißt es? So ein Segelgleiter. Ja, Reiten von Tieren fürs Fast Traveln, also so. Also da kommen wir schon ganz gut weiter, wenn wir das weitergehen, denke ich mal. Und lernen wir das doch einfach. So, weiter geht's. Auf jeden Fall gehen wir hier jetzt mal rein. So wollen wir das doch mal. There's nothing special. Ja, ist doch okay. There's nothing special. Ich hab's verstanden. Das ist nichts Besonderes. Oh Gott. Oh Gott, ich will da nicht rein. Trau ich mich? Ich trau mich. Ja, doch, ich trau mich. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ha, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen. Oder auch nicht. Aber ich werde immerhin ein paar Gegner besiegen, oder? Komm, jawohl, einer wenigstens, einer. So, hier, Münze, 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 Münze. Alles aufheben, alles aufheben. Button smashen. Okay. Ja. Okay. Wie, der ist immer noch über unserem Level? Du auch? Nein, du bist jetzt unser Level, ihr beiden. Jetzt könnten wir es mit denen eigentlich auch mal aufnehmen. Mal machen wir das jetzt nochmal hier zum Schluss. Zum Schluss dieser Episode, dieses Parts. Versuchen wir dann nochmal unser Glück an drei Gegnern gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Ist eigentlich was anderes, aber okay. So, dann wird ihr. Das war jetzt auch dieser Fußkick, dann braucht er eine gewisse Aufgabezeit. Aber ich finde den eigentlich ganz nützlich. Und so, jetzt nehmen wir uns den stärksten vor, das Beste kommt zum Schluss, ne? So, zack. Boah, jetzt brauchen wir schon 140 EP. Das ist doch echt utopisch. Ja, okay. Ich denke, in der nächsten Episode werden wir dann versuchen, in den Katakomben weiter zu gelangen. Und ich hoffe, dass ich dann, wenn ich jetzt das Spiel ausmache, da spawne. Hier an diesem Ding will ich spawnen. Genau hier. Nirgendwo anders, nur da. Okay, aber nein, jetzt muss ich nur. Oha, verdammt. Habe ich nicht vorhin gesagt, das war das letzte? Okay. Komm, das sind einfach geholte EP. So, ja, ich habe mich außerdem in meiner Zeit, wo ich das gemacht habe, also selber gespielt habe, ein bisschen mit dem Crafting vertraut gemacht und hoffe nun, dass alles zu eurer Zufriedenheit verlaufen wird. So. Also, Kommentare, Likes, alles gerne da lassen. Abonnieren wir uns sowieso gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Cube World. Haut rein, ne? Ja, doch. Tschüsselü!